Einen wunderschönen guten, meine Lieben, beim DSV. Mein Name ist Gelpan und ich heiße euch recht herzlich willkommen zurück zu Republic of Pirates. Wo ich ehrlich gesagt langsam auf den Vorzweifel bin. Über eine Stunde habe ich das mittlerweile laufen lassen. Ich habe gerade mal 100 Kuriositäten zusammen. Obwohl ich ein Schiff nach dem nächsten hier versenke. Ich habe auch hier schon einmal die Stadt weiter ausgebaut. Ich habe hier den Weg noch ein bisschen nach drüben geschoben. Also praktisch hier lang, statt hier oben lang. Konnte hier noch ein bisschen was dran bauen. Aber im Endeffekt, es ist alles nur, ja, Beschäftigung. Mehr ist es nicht. Weil in dem Tempo, da brauche ich nochmal 3 Stunden, ehe ich die Kuriositäten alleine für die Karacke fertig habe. Dann ist auch das nächste Problem, ich müsste eigentlich jetzt meine Schiffe auf Fregatten upgraden, also zumindest 2. Müsste aber dazu dann praktisch die Kapitäne, die sich mühevoll jetzt hochgelevelt haben, praktisch wieder rausschmeißen. Wo ich mich dann auch frage, wo ist denn da der Sinn dahinter? Es ist alles ziemlich schwierig gerade. Also ich muss ganz ehrlich sagen, an einigen Stellen wirkt das Spiel noch recht unfertig. Na gut. Machen wir das bisschen Mist hier noch weg und dann ist erst einmal gut. Drei, vier. Genau, wunderbar. So, die Schiffe habe ich schon mal hier runtergeschmissen. Ja, ist ja gut. Ich will mal gucken, was die Händler mal gebaut haben. If we are talking, it means I have a proposal that will interest. Okay. Das war jetzt. Let us make a trade that benefits. Ja, hier kostet 1014 Schnaps. Gut. Hier können wir kurz hier hin. Das hier ist soweit alles okay. Wie schon gesagt, ich jage hier ein Schiff nach dem nächsten. Aber es kommen einfach keine Kuriositäten zusammen. Gut, hier passt auch alles. Hier passt es auch. Kann auch nicht weiter rauskommen mit dem Mausrad. Auch ein bisschen schwierig, aber egal. So. Okay. Ja, aber minus 405. Okay. Das wären ja praktisch dann die. Gut. Gucken wir mal. Also da brauche ich da. So einfach geht das. Muss ich warten, bis die erstmal bitte nur eins auswählen. Dann muss ich warten, bis die voll sind. Normalerweise müsste dann hier hinten noch irgendwo noch ein Gefängnis hin. Ja, da können wir hier noch eins hinpatschen irgendwo. Moment. Das geht bis da. Eigentlich müsste das hier rein, aber es passt dann nicht. Ich sehe gerade, wenn ich das hier drüben hinbaue, erreiche ich noch ein paar mehr. Okay. Ja, ja, ist ja gut. Probier einsammeln. Und mal bitte auf einen Haufen stellen. Ja, genau. Fahrt immer vor dem Feind lang. Du kleiner Bettnässer, bleibst da. Ja. Irgendwo geht mir das nicht. Langsam tierisch auf den Zumse.
Das ist kein Spielzeug, was da vorne, das ist kein Ruderboot, was da vorne rumfährt. Das ist schon ein großes Schiffchen, das macht aber. Wenn ihr aber erstmal hier 4 Stunden einparkt, dann kann das nichts werden. Ja, immerhin ist das hier eine Manowar und nicht. Die tut nämlich ein bisschen weh. Ja, 25 Kuriositäten für so ein großes Ding. Naja. Naja, was soll's. Das ist alles jetzt meckern auf höchstem Niveau. Das ist. Schiffe kommen auch nicht zum Reparieren ran. Na ja, gut. Okay, wie sieht's bei euch aus, Mädels? Seid ihr mittlerweile? 18. Okay. Und 20. Jetzt können wir es aufwerten. Moment. Achso, machen wir aber die komplette Ecke hier unten. Kann ich. Was? Was habt ihr für ein Problem? Markt fehlt. Machen wir was andersrum. So, jetzt passt es. Bin ja am Überlegen, die so anzugreifen. Aber das könnte gerade bei der ganzen Manowar ein bisschen wehtun. Ich meine, die Brig, die Galeone, also das macht mir ja wenig Kopf zu brechen. Problem ist bloß die hier. Wir könnten aber auch erstmal die hier noch aufknüpfen. Das werden wir auch machen. Wir werden jetzt erstmal hier hochfahren. Und zwar hier hin. Dann werden wir nochmal die Schiffe überprüfen. Wir haben jetzt 16 Stück. Das ist das, was wir auch momentan genau machen können. Das passt jetzt hier alles. Gut. Jetzt müssen wir folgendes, die Nahrung und alles im Auge behalten. Aber es sieht noch gut aus. Hängematten und so habe ich mich entschlossen. Das mache ich erstmal nicht. Weil das sind Wünsche. Wünsche, ja, sind ja nicht zwangsläufig wichtig. Ich habe auch den einen oder anderen Wunsch, vor allen Dingen was das Spiel angeht, aber naja. Lassen wir uns überraschen. 47 Sachen und Eintopf, das passt langsam. Wie sieht es hier aus? Wir haben wenig Stahl. Das ist nicht gut. Das heißt, wir müssen noch ein paar Stahlschmelzen bauen. Das Ding hier. Eins, zwei, machen wir euch drei, dann passt das. Speichert, super. Genau. Das ist auch eine Manowar, ne? Jupp. Wo fährst du bitte lang? Es gibt immer einen, der irgendwo wirklich. Also, es gibt immer einen Kevin und immer eine Chantal da drin. Mann, Mann, Melanie, das kann ja wohl nicht wahr sein. Sky Island, ja, dann viel Spaß damit. Da sehe ich eigentlich wenig Probleme. Aber wir können hier mal rein, vorsichtshalber. Ja. Packen wir hier nochmal einen dazwischen und na komm. So, viel Spaß damit. Gut.
Muss ich nur noch die Saubern, die hier abwarten. Eine Bark und eine Fregatte. Gut, die Briten haben Handel. These waters are not yours. You understand? Ja, ja. Habt ihr auch lieb. Okay. Hier wäre auch ein schöner Engpass. Lass mir raten, nur mit so kleinem Zeug. Jupp. Das war's. Thema ist durch. Was seid ihr hier? What will we do with a drunken sailor? What will we do with a drunken sailor? What will we do with a drunken sailor early in the morning? Tja, dann räumen wir die da oben weg, ne? Let us make a trade that benefits both parties, yes? Ja gut, Medizin, die können wir tatsächlich gebrauchen. Weil, oh, ne. Help me, Bob, I'm bully in the alley, bully down in Shinpo now. Aye, Captain. So. Kaufen Sie die Karacke. Ich frage mich, was eine Karacke sein soll. 300 Kuriositäten, das ist ein bisschen arg viel. Wir haben jetzt 168, naja. Die Handwerker kriegen wir auch noch zusammen. Oh Mann, ey. Seid ihr aber bald fertig mit eurem Einparken? Bei den hier hinten, da dümpelt noch einer rum und der andere, ja, ist klar, da musst du natürlich jetzt so nah ran. Genau das meine ich. Die machen dann immer noch mal einen Schlenker schön durch den Gegner durch. Frei nach dem Motto, hier bin ich, schieß ruhig mal auf mich. Lass mal die Große weg. Sofern sie denn irgendwie mal rankommen hier. Ich werde auf jeden Fall wieder ein Schiff verlieren. Mit diesen kleinen Idioten alles machen, nur nicht das, was sie sollen. Da, die dümpeln immer noch da hinten irgendwo rum. Moment, ich muss erstmal 3 Stunden ein- und auspacken üben. Meine Preise. Jetzt schießt er dem auf das Ding hier. Du, mein Freund, warte mal. Du ziehst dich hier gepflegt zurück. Du nicht. Gut. Dann haben wir zumindest schon mal die Schiffe weg. Du bleibst da. Du setzt nicht. Oh, ihr dürft ruhig alle drauf schießen, nicht nur einer. Also manchmal frage ich mich echt.
Nicht eine Kuriosität dabei, oder? Tipp. So ist das. Kuriositäten gibt's nicht. Aua. Das war knapp für den einen, ja. Hoffentlich lernt er es mal, dass er nicht vor dem Feind rumeiert. Aber ich glaub's eher nicht. We are all one under God. Do you... So, mein Freund. Gib Kit. Zweiten Gang einlegen und vor, was geht's? Ja, damit haben wir dann zumindest schon mal die gegnerischen Reihen ein bisschen reduziert. Ah, da die Schiffe, die repariert werden müssen, stehen da 3 Kilometer entfernt. Leute, fahrt ran. Und die ganzen, verpisst euch. Du da genauso. Du, da lang. Ey. Das ist eben der Nachteil, wenn der ganze Mist hier nicht ordentlich programmiert ist. Die stehen sich hier nur im Wege rum, blockieren sich. Weil die Wegfindung einfach zu lange dauert. So, schön. Damit haben wir dann zumindest schon mal ein bisschen Aua gemacht. Und sind immer noch bei 168 Kuriositäten. Ey, Frau Batz, das ist einfach nur nervig. Minus 62, okay. Ich sehe jetzt nicht das Problem, hier noch den einen oder anderen hoch zu pimpen. Nee, das machen wir tatsächlich in der Mitte. Wollen wir schon mal so großzügig sind. Warum habe ich denn da ein Haus vergessen? Moment. Okay. Wir finden überall noch Häuschen. Da und dort und dies. Wir wollen doch eine große Insel haben, oder? Ich gucke gleich. 1, 2, 3, 4. Geht nicht. Passt. Wunderbar. Dich dahin, dich bis dahin. Okay. Kriegen wir noch. So, jetzt gucken wir mal, wer möchte jetzt schon wieder ein paar auf die Nase haben? Ach. Da mache ich mir keine Gedanken. Kommen wir mal rein. Segel verbessert, Holz, Lehm, Bauholz, aber nicht eine Kuriosität dabei. So, ihr Singlis, fahrt runter. Und ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Einschalten. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Würde mich zumindest freuen. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.